Und herzlich willkommen zu DK The Mare. Ja, es war jetzt ein bisschen ruhiger auf meinem Kanal, so ganz kurz zur Erklärung. Das lag einfach daran, dass ich keinen Bock hatte zu zocken. Man muss es mir einfach auch nachsehen, dass wenn ich eine Woche malocht habe, 40 Stunden, dass ich am Wochenende dann auch mal entspannen möchte, beziehungsweise meine Wochenenden so gestalten möchte, wie ich da Lust drauf habe. Solche Phasen passieren mal, das ist jetzt hauptsächlich für die Leute, die jetzt neu hier sind. Solche Phasen kommen durchaus mal vor bei mir. Und dann werde ich in diesen Phasen auch sehr geizig, was das Hochladen von Videos angeht, weil ich es hasse, out of Videos zu sein, weshalb ich die einfach so ein bisschen hamstere. Das tut mir natürlich leid für die Leute, die neue Videos haben möchten, aber ja, so bin ich halt, so müsst ihr mich nehmen oder eben mich deabonnieren, was ja sehr viele Leute in diesen Phasen auch tun. Meine Abozahlen droppen immer extrem, wenn sowas passiert, aber da kann ich nichts machen, muss ich sagen. Also, beziehungsweise, wenn einfach jemand denkt, der muss gehen, weil jetzt mal eine Woche kein Video kommt, dann hat er meinen Segen, weil dann kann ich ihm da nicht helfen. Wir gehen mal kurz in die Optionen und ich mache mal den Sound einfach ein bisschen leiser. So, Grundeinstellung schon mal ein bisschen leiser. Wir haben ja 3 Episoden. Es scheint nicht, also ich weiß noch nicht genau, wie lang dieses Spiel sein wird. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Ich glaube, es soll ein bisschen gruselig sein. Ich weiß nicht genau. Wie man es auch von mir kennt, ich informiere mich immer grandios und allumfassend über die Spiele, die ich Let's Playe. Einfach, weil es mich auch so interessiert. Nee, tatsächlich, es interessiert mich teilweise nicht so wirklich. Und wenn es mich interessiert, gucke ich nach. Das war jetzt eher so ein spontanes. Ich nehme das jetzt einfach mal auf. Es ist nämlich gerade der 12.09. um, ich glaube, 22:45, also abends. Und falls ich mich ein bisschen heiser anhöre, liegt das daran, dass gestern bei der Firma, die ich arbeite, das ist ja ein privater Bildungsträger, da habe ich auch meine Umschulung gemacht, da gab es ein Sommerfest, da sind immer alle Mitarbeiter, Trainer, Teilnehmer und ehemalige Teilnehmer eingeladen zu kommen, was zu essen, zu trinken, umsonst natürlich, und ein bisschen zu feiern. Und ich musste da gegen Musik und andere Leute anschreien, wenn ich mich da mit jemandem unterhalten wollte. Und da kann es sein, dass ich jetzt noch ein bisschen heiser bin. Heute Morgen war ich es definitiv. Und ich würde sagen, ich schwätze gar nicht so lange, sondern wir starten mal ein neues Spiel. Natürlich Episode 1. Ich finde es schön, wie sie Episode 1 übersetzt haben. Mit Episode 1. Reaching Dreams, Träume erreichen, die Einrichtung, in der ich mich befinde. Ich bin hergekommen, um mein Leben zu ändern. Keine Drogen mehr, kein Elend mehr. Aber in der ersten Nacht ist etwas passiert. Träume und Halluzinationen fühlen sich hier alle so real an. Ich glaube, jemand will mir schaden, während gleichzeitig jemand meine Hilfe sucht. Wer bist du? Wo bist du? Ich kann dich spüren in der Nähe, wie du mich beobachtest. Hast du Schmerzen? Ich kann dir nicht trauen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich mir selbst trauen kann. Es wäre einfacher aufzugeben. Es alles zu beenden. Und den Schmerz loszulassen.
Und da sind wir, ich gehe mal davon aus, dass wir die Frau sind, die wir jetzt da öfters gesehen haben. Ich habe, wie gesagt, mich wieder grandios über das Spiel informiert. Und wir werden natürlich das Tutorial spielen. Tutorials gehören einfach mit dazu. Klicke auf das Navigationssymbol am unteren Rand, um dich umzudrehen. Also das ist so eine Art von Point-and-Click-Adventure. Bewege die Maus, um nach Gegenständen zu suchen. Ein Symbol erscheint, wenn ein Gegenstand entdeckt wurde. Klicke auf einen Gegenstand, um damit zu interagieren. Sie ist verschlossen. Den Lichtschalter können wir nicht. Das ist, glaube ich, ein Hund. Ich erkenne das nicht so richtig. Also, es hat mal vier Beine. Der Kopf sieht ein bisschen komisch aus, aber könnte auch daran liegen, dass er mit meinem Monitor einfach nicht so gut eingestellt ist. Das Fragezeichen-Symbol wird dir einen Hinweis geben, wenn du festhängst. Klick auf das Symbol, um einen Hinweis zu erhalten. Du musst dich in diesem Raum weiter umsehen. Okay, super Tipp. Sag mal hier. Ich kann speichern. Ich habe erfolgreich gespeichert im Tutorial. Gut. Ich meine, wir haben so viel Progress schon hinter uns. Da ist nichts drin. Okay. Ich habe jetzt schon seit, keine Ahnung, über einen Monat nicht mehr Let's Played. Also verzeiht's mir, wenn ich mich gähnend so anstelle wie ein Let's Play Anfänger. Ich musste erstmal wieder so ein bisschen reinkommen. Was kann ich denn noch anklicken? Die Bücher, das Bild, das hier. Tabletten. Mir wurde gesagt, ich soll die Medikamente nehmen, bevor ich ins Bett gehe. Medikamente nehmen. Nö. Weil, wenn wir die Medikamente nehmen, heißt das, wir müssen ins Bett. Und ich möchte nicht ins Bett. Ich bin so ein Rebelle. Vor allem Rebelle. Genau, so ein Rebell. Ich kann aber sonst hier nichts tun, ne? Verdammt. War da nicht noch? Ah, die heilige Aura des Schranks nehme ich an. Ja. Okay. Heilige Aura. Gut. Oder auch nicht gut. Mein Bett kann ich mir nicht angucken. Mit der hässlichen Decke. Und im Licht so tief gehängt, dass ich mir, also ich rede jetzt wirklich hier von mir als Let's Player, ich würde mir hier mindestens einmal in der Woche den Kopf daran anstoßen, wenn ich aufstehe, weil ich an sowas nie denke. Und das ist mir auch zu Hause passiert. Da hat mir auch so Lichter direkt oben drüber und da bin ich auch mit dem Kopf gerne mal dagegen gestoßen, weil ich vergessen habe, wenn ich aufgewacht bin, dass das dort hängt. Es ist ja nicht so, dass sie da seit Jahren gehangen haben. Na gut, nehmen wir unsere Medikamente. What is a friend? Ich mag das Spiel jetzt schon nicht. Das jetzt hier diese komische Sequenz, das hat mich so ein bisschen an Ring erinnert, so dieses Video, wo man nach 7 Tagen stirbt, wenn man das gesehen hat. Ich habe meine Medikamente genommen, bevor ich ins Bett gegangen bin. Aber es ist immer noch dunkel. Warum bin ich schon wieder wach?
Ah, ich glaube, jetzt erkennt man den Kopf da irgendwie ein bisschen besser. Keine Ahnung. Warum ist mein Schrank offen? Da war nichts drin. Da ist immer noch nichts drin. Der war vorhin zu, wo ich ins Bett bin. Das weiß ich. Die war auch zu, bevor ich ins Bett bin. Das weiß ich. Ich habe eine Errungenschaft freigeschalten, das weiß ich. Raus hier, okay. Was sagt mir denn das da? Sagt mir das was? Das sagt mir, ich soll da rüber gehen, okay. Wisst ihr, wenn ich jetzt hier. Das ist sowas von nicht gruselig. Zimmer 3. Will da nicht hin. Sie ist verschlossen. Ach, verdammt. Schlossen. Sie ist natürlich offen. Bin ich denn hier? Ich dachte, die Einrichtung ist noch im Betrieb. Ich irgendwas mitnehmen? Habe ich eigentlich sowas wie ein Inventar? Ich glaube nicht, ne? Hineingehen. Wieso gibt man mir die Option, da nicht reinzugehen? Kann ich was verpassen? Ich glaube, da komme ich nur wieder raus, ne? Gott, diese Perspektive. Gehen wir weiter. Ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl, ne? Ich kann hier aber auch nirgendwo was mitnehmen. Es ist so einladen. Time is an illusion. Ja, schön. Oder auch nicht schön. Ich möchte gerne eine von diesen Latten mitnehmen. Einfach, weil ich mich dann besser fühle. Zeit ist alle Illusionen. Was zur Hölle geht hier vor? Ja, das möchte ich auch wissen. Da stand was. Ich muss das natürlich nachts spielen. Frage ist nur, kann mir hier irgendwas passieren? Da ist Blut auf dem Schloss. Schön. Oder auch nicht schön. Ja, nicht. Das ist ein Auge. Habe ich immer Angst, wenn ich mich umdrehe, dass da irgendwas steht. Griff benutzen. Nichts passiert. Werde ich erst die Kombination finden müssen. Schätze ich. Da ist was nah beim Ventilator. Bestimmt der Zettel mit der Kombination oder so. Na, das wird ja aber keinen Sinn ergeben. Aber hier kann ich mir nichts näher. Muss jetzt da rein? Was sind das? Zeichnung. Dieses Symbol erscheint, wenn sich Gegenstände im Inventar befinden. Klicke auf das Symbol, um das Inventar zu öffnen. Und ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, ich konnte das aber nicht lesen. Ach, wie nett. Was? Nick. Nee.
Nick Nurdrukrim. Liebe ist durchdrungen. Der Junge weint. Der Mond brennt. Die Männer beobachten uns. The youth is crying. The moon is burning. Love is Wenn man das englische Wort nicht so kennt, ist es schwer, das dann vorwärts zu lesen. Pentarded, keine Ahnung. The men are watching. Ist das hier wirklich der Junge? Ist das nicht eigentlich die Jugend? Keine Ahnung. Okay, das ist natürlich sehr beruhigend. Der Zettel. Moment, was war das? Ich kann hier Münzen finden. Okay. Oh Gott. Es ist zu dunkel, da kriege ich auf keinen Fall rein. Danke. Der Zettel hilft mir jetzt aber gerade nicht weiter. Die Ecke auch nicht, außer dass sie voll gruselig ist. Ist hier irgendwas zu entdecken, was anzugucken? Irgendwie war jetzt hier gerade irgendwas zum Angucken, oder? Manchmal scheint hier irgendwie das Dingssymbol, obwohl ich gar nichts machen kann. Kann ich das hier aufheben? Sagt es mir denn? Das sagt mir dahin. Ich war doch da gerade eben. Kann da nichts mehr tun, dachte ich. Ich habe einen Zettel gefunden, aber ansonsten. Das hält so lange an, dass ich immer denke, so hier ist vielleicht doch was. Du hast eben gesagt, ich soll da reingehen. Was? Wieso bin ich hier jetzt? Was ist das denn jetzt? Ach, war das eine andere Tür? Ach so. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich sehe jetzt nur einfach. Es ist verschlossen. Das sind Aufkleber von Hundeköpfen auf der Tür. Ach, das sollen Hundeköpfe sein. Ich dachte gerade schon, was ist das denn? Ich habe nicht gesehen, dass das eine andere Tür war. Ich dachte, das ist dieselbe Tür und wir gucken uns einfach nur die Ecke an. Das Zettel, das noch eine Tür. Und so viele Türen. Meine Güte. Türception. Ich will erstmal den Zettel da haben, wenn ich den kriege. Eine Liste von Namen. Mein Name steht ganz unten. Zettel. Kann ich denn das Zeug auch einfach liegen lassen? Ist mein Inventar begrenzt? Oh nein, das hatten wir schon. Niklas Jensen. Kann ich nicht lesen. Williams, Robert, Harris. Joseph kann ich nicht lesen. Roland. Sieht aus wie allein. Anthony. White vielleicht. Okay, wir sind. Kann ich nicht lesen. Okay. Gut, damit haben wir unseren Namen. So muss das sein. Jetzt wissen wir, wer wir sind. Was sind denn das für Ringe? Oben lag auch so einer. D
dieser Delay immer, wenn ich mir was angucke, das verwirrt mich. Oh, das sieht hier alles so freundlich und nett aus. Die Bilder blinzeln. Ja, Mensch. Das ist doch schön. Kann ich da welche mitnehmen? Rausziehen? Vielleicht einschlagen. Weil die alle sehr locker aussehen. Aber ich kann damit jetzt gerade nichts tun. Teddy. Ein Teddybär. Der blinzelt nicht. Okay. Ich habe einen Holzgriff. Mein Gott, sind hier viele Türen. Oh, da steht eben von dem Kopf erschreckt. Natürlich untersuchen wir das. Nein, das will ich nicht mehr untersuchen. Ich kann die Augen eindrücken. Keine Ahnung, was das machen sollte. Vielleicht eine bestimmte Kombination drücken. Tori war's hier. Wer ist denn Tori? Und will ich das wissen? Ich will so einen Ring. Wie ein Haufen sympathischer Bilder. Ich verstehe die Ringe nicht. Dann hatten wir jetzt 3. Kann ich mir hier ein Bild angucken? Springt es mich an? Kotzt es mich an? Schenkt es mir irgendwas? Gott, jetzt habe ich mich vor dem Schmetterling erschreckt. Leute, macht nicht einfach irgendwelche Bewegungen mitten da rein. Das ist total irritierend. Ein roter Schmetterling, er ist schön. Errungenschaft, roter Schmetterling. Es lässt sich nicht öffnen. Okay. Der Schmetterling hält sie zu. Es ist ein Türöffnungsschmetterling. Jetzt habe ich einen Holzgriff. Was mache ich denn mit dem Holzgriff? Es ist der Griff eines Vorschlaghammers. Ah, okay. Muss ich also nur noch den Hammer dazu finden. Das kann ja nicht so schwer sein. Die Tür klemmt, sie gibt nicht nach. Hier liegt aber bisher habe ich auch noch nichts gesehen, das aussieht wie das Oberteil von einem Vorschlaghammer. Hier liegen nur Ziegel. Das richtig sehe. Hm. Ich bin doch noch nicht fertig. Aber hier selbst ist nichts, ne? Nee. Ich benutze das Fragezeichen viel zu schnell. Merke ich gerade, aber liegt vielleicht daran, dass
es eben schon so spät ist. Ich da meistens nichts, so, aber hier ist nichts, oder? Du musst dich in diesem Raum weiter umsehen, aber da ist doch nicht. Also, das da ist da, aber da weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll. Wenn du die Augen in der richtigen Reihenfolge... Ja, toll. Soll ich mir die jetzt irgendwie aus dem Arsch ziehen oder so? Was soll ich die denn wissen? Hatte ich denn da irgendwas? Gucken wir uns das nochmal an. Nein. Irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass wir irgendwas gefunden haben, was mir hier hilft. Tori hätte mir ruhig mal schreiben können, wie man die Augen zu drücken hat. Der Leo lotst mich auch vermutlich immer wieder. Ja. Vielleicht habe ich den Hinweis schon gefunden und ich weiß es einfach. Moment, wir hatten doch da. Aber das waren. Ich glaube nicht, dass mir die Blinzelbilder da geholfen haben oder geholfen hätten. Ich glaube, es war, glaube ich, da. Moment. Da. Also links, links, rechts. Okay, probieren wir das mal. Kann ja nur schief gehen. Die blinzelnden Augen. Die Augenschaft. Okay, ich habe einen Schlüssel. Da war gerade ein Hundekopf dran. Also so ein Schlüsselanhänger. Vielleicht da, wo der Schmetterling ist, ist das die Tür? Wir hatten ein paar verschlossene Türen, glaube ich, aber... Oder zumindest eine. Also die hier war zu. Das kann ich hier nicht verwenden, okay. Was ist mit der Tür? Nein. Hier waren keine verschlossen, oder? Ich glaube, die da vorne ging nicht, ne? Die ist verschlossen mit Hundeaufklebern. Das kann doch dann nur hier sein, oder? Die Fotos... Ach, überhaupt nicht verstörend. Was zur Hölle ist das denn? Bin das ich? Also ist das mein Charakter? Warum ist das immer dasselbe? Das ist ja langweilig. Warum sagt sie mir nichts dazu? Ich
habe eine Münze gefunden. Yay? Hat das irgendwas gebracht? Wieso sagst du mir dazu nichts? Nix. Mädel, das ist total verstörend. Du gefälligst einen Kommentar dazu ab. Was war das für eine Münze? Wirklich? Muss ich in diesem Raum weiter umschauen. Da hätte mich jetzt aber auch gewundert, wenn es wirklich nur für die Münze gewesen wäre.